So, was? Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück im Netzhalter. Wir machen bei Satisfactory weiter und wir haben uns hier, beziehungsweise bevor ich damit anfange, erstmal mit dabei sind. Der Ben. Ben. Beide gleichzeitig. Genau, beide gleichzeitig. Also der Ben ist heute wie immer die gute Seele für die Community, für den Chat. Der Sven spielt hier aktiv mit. Und wir haben ja Wasser gebraucht, ne? Jetzt haben wir hier dieses wunderschöne, idyllische Fleckchen Wasser gefunden, diesen kleinen See, ja, der hier im Mondlicht glitzert, ja, und man würde jetzt irgendwie erwarten, dass hier irgendwie gleich drei barbusige Nymphen herausgesprungen kommen. Okay, ich komme mal, warte. Ja, jetzt, wo er das Stichwort gehört, dann ist er am Start, ne? So, und da würde ich sagen, genau. Was machen wir mit so einem wunderschönen, idyllischen Fleck Natur? Wir klatschen erstmal einen Wasserextraktor rein. Peng. So. Geht da noch einer? Ich frag einen Freund. Wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Eigentlich wie eine Tiefe. Ja, na gut, egal. Hauptsache, da reicht's für die Tiefe. Und damit können wir mich jetzt. Wie sind das hier eigentlich? Kann ich hier in dem Spiel mich auch irgendwie die Hotbars durchschalten? Ja, renn weg. Renn ruhig weg. Als du von der idyllischen Natur geredet hast, war ich übrigens dabei, einfach mal frech mit dem Fichtenmorbid hier ein bisschen Platz zu machen. Ich mach, wie du denkst. So. Jetzt rennt der wieder weg. Ich renn nirgendwo weg. Ich steh da gerade und suche irgendwie nach den Dings, nach diesen blöden Transportpipelines. So. Rennt der weg, ey. Ich renn auch gleich mal weg. So, ich muss hier mal ein bisschen Blätter einsammeln. Das ist ja nix. So, die müssen wir dann nämlich gleich noch für Stoff wechseln. Pipeline? Bauen? Tja, das war's. Hast du es auch gerade gehört? Ja, das klang so, als ob wir schon wieder keinen Strom haben. Richtig. Warte einen Moment, da habt ihr wieder Strom. Nein, das Kohlekraftwerk ist nicht schwarzstartfähig. Wie man das im Elektriker-Jargon sagt. Gleich kommt mein Essen. Ach ja, man kann ihn so einfach glücklich machen. Oh ja, gutes Essen. Ist aber ein Pleasure. So, mal aufgehoben hier. Markus, mit Steuerung kannst du Wasserextraktoren aneinander snappen. Die Tuba kannst du mit Alt- und Mausrad durch. Alt- und Mausrad, okay, super. Das war, danke, das war der wichtige Tipp an der Stelle, weil das wollte ich nämlich durch Schnitzen wahrscheinlich. Dass ich hier das Zeug mal hier, das ganze Wasserpumpzeug da mal irgendwie drauf krieg. G5. Krieg ich das hier angesnappt? Schlepperorganisation Flüssigkeitsspeicher auf die 5. Auf die man kann hier halt nicht mehr rauflaufen, das ist halt auch ein bisschen. Und die Stütze kommt durchwechseln, ja, durchwechseln. It's the same, Mondur, it's the same. So, das Problem ist, das Ding braucht natürlich auch noch Strom, ne? Ja, aber den Strom müssen wir tatsächlich gerade noch nicht legen, weil hier passiert ja eh gerade noch nichts. So, ah, Leute, du bist auf der Elektroschnecke. Ja, so ist es. Da ist Sven. Ja, die Elektroschnecke habe ich noch nicht gesammelt. So, Alt-Mausrad. Okay, das war so ein wichtiger Tipp an der Stelle mal wieder. Dankeschön. Sven, was macht ein Alt-Mausrad? Zeig mal. Alt- und Mausrad? Ja. Das geht die unterschiedlichen Toolbars unten durch. Also quasi die Funktion, die der Sven nicht verwendet, weil er sich eh nicht mehr Toolbars anlegt. Weil er eh vergisst, was er wo hat. Die Funktion, die ich ziemlich cool finde, weil ich die von einem anderen Spiel kenne. Hallo Blümchen. Hallo Blümchen. Das ist keine Blume, das ist ein Tier. Zu singen. So. Ja, das ist doof. Ich glaube, wir werden hier irgendwann tatsächlich mal irgendwie eine Pumpe setzen müssen, ne? Einer. So.
Vielleicht könnte ich sogar noch eine bauen. Hey, 6. 6. Machen wir es erstmal so. Das ist ja schwierig, Herr Motto, schwierig. Based Ingenieur oder so? Eine Kreatur ist im Weg. Das so. Bin ich, danke. Ja. Hallo Kreatur. So. Wenn du noch eine Sekunde wartest, dann könnte ich hier mal kurz den hier machen. Ja, perfekt. So. Danke. Warte. Sven ist noch nicht fertig. Denn der Sven würde gerne hier hingehen, das so machen und würde das gerne so machen. Was warum verwechselt, so. Verwechselt sich eigentlich im Spiel die Fauna mit Flora? Tun wir das? So. Ich dachte eigentlich, ich wenn nein, ich nein, wir tun das nicht, sondern die Fauna tut das, indem sie ein Dings ist, indem sie halt aussieht wie eine Blume und ist aber eigentlich ein Tier. Ach so. Dafür gibt es tatsächlich einen Fachbegriff, das nennt sich Phasmide. So, Markus, ja, Phasmide, Schmiede. Magst du mal die die Rohre noch mal kurz wegbauen? Eigentlich nicht, aber das kannst du ja auch gern machen. Ach so. Ja, ach so, ja, ja, okay. Ich seh das Problem. Ja, nee, aber ich muss eh zurück. Mir sind die Stahlplatten wieder ausgegangen. Ich kann keine einzige Stahlplatte wieder bauen. So. Okay, dann machen wir das halt nochmal anders. Weil ich wollte tatsächlich nach da hinten und wollte dann nach oben quasi den Weg bauen, so dass wir direkt hier den Strom erzeugen. No? Okay. Hier hinten. Und dann du schon, den... Willst du da oben hier noch die Kohle hinpacken, du hast recht, ja. Ganz genau. Und dann kommt hier direkt irgendwie der Kohlemeiler hin, ne? Oder zwei oder drei, und die werden dann über eine lange Leitung angeschlossen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Ballweg machen. Ja, ja, genau. Und ich sollte dir ja fürs Fichtenmob etwas mitbringen. Ja. So, du kriegst halt jetzt die Hälfte von dem Zeug, was ich hab. Warum verstehe das Sven und ich sind ein bisschen beide so Klugscheißer? Das ist, Ja, das ist richtig. Das stimmt gar nicht. Also, wir wissen ja schon viel. Sven, so, wo ist Frage. Er denn jetzt? Es wäre, glaube ich, noch ganz gut, wenn du noch vier Stahlrahmen mitbringst. Oder vier von diesen Metallrahmen mitbringen könntest. Ach, zu spät. Bist du okay. Da, Sven, Müßiggang sagt doch. Doch. You are outnumbered. Wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Glaube ich, oder? So, bitteschön. Doch, müssen wir eigentlich. Ich glaube, dann hängt nur irgendwie meine Anzeige ein bisschen. Aber was für Stahlrahmen denn eigentlich? Wie heißen die Dinger? Ich sehe es halt gerade. Diese halt unausgefüllten Würfel. Ach so, ich glaube, wir bauen die schon. Ahnung. Die werden direkt umgeleitet. Echt? So, die werden direkt umgeleitet. Ja, weil der Markus da nie einen Puffer irgendwie dazwischen baut. Ja, der Markus baut halt nicht so gern einen Puff. So, und ich bin der Meinung, der Ben und der Sven verstehen sich eigentlich so gut, weil sie eine ganz besondere Beziehung miteinander fühlen. Ja, auch das. So, dann geht's jetzt erstmal hin. Auf einmal diese kleinen Blättchen gehen halt mit der Kettensäge einfach so viel besser weg. Zum Thema idyllischer See im Wald. Also erstens, der See ist schon mal nicht mehr idyllisch und der Wald ist gleich auch keiner mehr. Okay.
Ich finde das schön, dass das Ding Fabrikwagen TM heißt. So, fahren wir hier mal kurz durch die Halfpipe. So, dann holt der Sven mal schnell Sprit und sprittet hier mal schnell sämtliche Generatoren nach. So. Ja, hier steht gerade schon wieder alles. Das ist doch, es ist ein Trauerspiel. Und dann geht wieder nichts voran. Und es ist doch... BPM sind hoch. Yep. So. Holz. Und Holz. So viel Holz habt ihr überhaupt nicht mitgenommen. Das ist ja die Hölle. Ich komm da gleich. Und hier. So. Ich dachte auch, ich hätte hier ordentlich Platz gemacht, aber... So. Na komm schon. Also auch wenn wir das Kohlekraftwerk wahrscheinlich bald nicht mehr groß Brennstoff brauchen, na gut, auch für die Fahrzeuge und so vielleicht, wobei die Fahrzeuge können wir ja auch mit Kohle befeuern. So ist das hier... Nee, das ist vielleicht der Biotreibstoff. Haben wir hier noch irgendwo... Nee, ich dachte nur, ich hätte noch mal Holz gesehen. Okay. Deforestation! Juhu! So. Oh. Oh mein Gott. Ey, in der Zeit, was wir alles haben. Mein Essen kommt. Männer, mein Essen kommt. Ja, wenigstens einem von uns. Alter, warte! Ja, halt ab, ne? Guck dich jetzt an. Alter, Fleisch, Brot, Ei damit. Da kann man die ganze Kuh sterben. Und zwar, ey, ich feier's. Es wird dünner. Ich hab einen Döner gekauft von meiner Frau. Geil, komm her, Brot. Mein Team stirbt. Was? Dein Team stirbt. Was? Der Schlüssel. Ja. Da. Okay, Markus. Ja? Das, was wir hergestellt haben am festen Biotreibstoff, langt gerade nicht, um alle Generatoren mit 100% zu schicken. Okay, dann wäre mein Vorschlag, du baust mal kurz einen provisorisch an die Produktion für das Biogaszeug. Was? Nein, voll war leer. Also, da war nicht genügend drin. Okay. So, sortieren. Hier kommen mal diese Dinge rein. Das kommt hier rein. Das. Geil. Dankeschön. Okay. Hat der gehört, Chat? Ich kaufe euch das vor jetzt, Alter. Ja. Natürlich. Könnt ihr auch schwören, dass ich das vortraue. Der Kaubin? Ja. Kaubär. Sozusagen. So. Das waren auch nur 500. Waren auch nur 500 Beton, die ich gerade gekriegt habe. Okay. Das ist, Harvest. Also ich möchte das Spiel echt nicht allein spielen. Warum? So. Abgesehen davon, du hast nicht. Ja eben, also ich meine bloß, also ich, Ja, ich glaube, die ganze Allein ist noch frustrierender, weil wir halt einfach irgendwie dann nur noch am Zeug nachfüllen. Nur meinen, so, ne? Ja. Also dritt war schon echt schnell. Abgesehen davon, Markus, ich sehe hier übrigens auf dem Teil noch eine. Noch eine Kiste. Auf ja, hat. Die sehe ich auch, aber ich habe keine Lust, jetzt nochmal irgendwie 2 Stunden lang Fundament zu bauen für eine Kiste, in der sowieso nur ein Miner und ein Zapper drin ist. Wow! Achso, Mist, ich hab die vergessen. Hm? Die Frames. Egal, dann hol ich sie. Alter, wenn das Ding einmal hüpft, ne? Ja, dann ist vorbei. Also sobald es einmal irgendwie den Bodenkontakt verlor, hui! Den Bodenkontakt verlor, was sind das gerade für ein Wort? Flaschenpfand, wofür sagst du danke? Was hab ich denn gerade gesagt? Was hab ich denn gemacht? Nur Gutes. Anscheinend. Ach nein, Entschuldigung, scheinbar. Oh. Wegen alleine spielen. Ja, das ist schon richtig. Alles. Da hast du was für sehr Richtiges gedacht. Wenn... So. Was? Hallo? 7?
So. So, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Blätter und Holz da drin. Okay. So, Flünef. So. Okay. Ah, Mist, das ist irgendwie. Das ist irgendwie blöd. So, schön, dass ich jetzt auch sehe, wo ich hin muss. So. Rein theoretisch hätte man die Plattform auch geradeaus hochführen können, ne? So, das ist korrekt. Nee, da brauchen wir hier die 6. Nein, 6. So. Okay. Und dann machen wir hier. Och, geh weg! Junge! Junge! Geh weg! So, Hashtag no, no excuses. Oh, beweg dich. So. Also der macht mich fertig, der Tank. Ich denke, du isst gerade. Den kann ich. Hab ich schon scheiß Tank, der die ganze Zeit kaputt fliegt. Was? Wieso? Was? Jetzt noch. Okay. Was? Och, ernsthaft. Ja. Lauf weg, wenn dir dein Leben lieb ist. Hm. Ah, da ist noch einer, muss ich doch. So. Jetzt soll mal hier schön machen. Genau, Hashtag Meinungsverstärker. Mhm. Ja, ich hab keinen Biotreibstoff mehr. Den hab ich jetzt komplett in die Dings reingepackt. Da müsste der Markus mal kurz vorbeikommen und müsste mal hier den Baum wegmachen. Das kriegt er aber auch hin, wenn ich, welchen? Da, wo du da bist. Oh. Den da? So, genau. Perfekt. So, und dann machen wir hier nochmal. So. Ich würde sagen, ich kann mir noch mal so ein, zwei Powerpolen aufstellen. Boah, verbaut. So. Oh, das hat er schön gemacht. Hm? So. Okay, aber wie gehe ich da rauf? Gucken wir mal hier mit den Rampen. So, schau mal, ob das geht. Nee, das langt nicht. Oder? So. Mir reicht's nicht mehr auf Kabel. So, ungültiges Ziel, das ist okay. Dann machen wir hier mal die 5. Genau, Sven, setz dich doch einfach in die Werkbank und stell den Kraftstoff wie gewohnt per Hand her. Ja. Warum mögen mich die Leute nicht? Weiß ich nicht. So. Warum kann ich nicht mit dem Factory Card einsteigen? Weil das nicht deins ist, das habe ich jetzt für mich getaggt. Das gehört nur mir. Ah ja, verstehe. Nope. Ah, Mist, das langt nicht. Shit. 7. So, wie war das noch? Oh ja, okay, komm, wir machen hier mal steilere Rampen hin.
Ah Mist, das sind schon die 2 Meter Rampen. 4 Meter Rampen sind halt richtig schnell. Oh oh. Hast du kein Zeug mehr oder was? Ich hab ihn gar keine Ahnung. Ich hab gerade gesagt, dass es bald Essen gibt. Wie ich, Das hab ich gelesen. Also man kommt tatsächlich. Na, ich hätte noch eins weiter rausgehen müssen. Boah. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Wie ein Phobioliden. No? Okay, pass mal auf. Ist okay. Ja kein Problem. So. Da! Ich stand da drauf. Das war überhaupt kein Problem, weil da war auch schon ein Tier, das dich spucken wollte. So. Okay. 7. So. So ist es richtig, glaube ich. Jawohl. So. Dann müsste es theoretisch reichen. Die alte Klasse heißt. Adios, Ruden. So. Sehr schön. Wenn du Steuerung gedrückt hältst, kannst du mehrere Sachen gleichzeitig zerlegen. Oh, okay, das ist natürlich auch ein cooler Hinweis. Hallo? Hallo. Ich erkläre dem gerade mal, was ich von seiner Anwesenheit halte. So. Ich würde sagen, das hat er reingefunden. So, dann können wir jetzt einen Miner bauen, oder? Yep. Produktion. Miner mag so. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung. So. Na, nach hier vorne raus. Also, ja, ich ziehe jetzt hier. Warte. Genau. Geht mir darum, genau, dass ich ihn möglichst parallel zur, weißt schon. Also ich bin wirklich ein junger Hüpfer. Keiner weiß das so gut wie ich. Aber gut. Ihr Spitzname auf Discord ist Babyface. Jetzt muss awkward sein. Was? Was? Hallöchen. So, was? Wer denn noch? Ach da. Hallo. Komm schon. Ah! So, hier noch ein paar Blätter mitnehmen. Ich hab kein Material mehr. So, was fehlt dir denn? Zeug für Förderbänder. Ah, okay. Für die MK2? Ja. Ja, ich stell schon wie viel stell... 120 pro Minute? Ja, da brauchen wir definitiv ein MK2. Ich habe kein Zeug mehr, um Dings zu bauen, um... vorne in der Hauptbasis wird Dings gebaut. Werden verstärkte Eisenplatten gebaut. Mhm. So. Ich weiß, das ist doof, aber da muss halt jetzt nochmal einer hin. Voll, mir geht natürlich auch gerade das Material aus. Und kann man das erraten, was mir ausgeht? Ja, also irgendwie das mit diesem Ding hier rumzufahren ist auch so ein mittlerer Spaß. Naja, aber du kommst immerhin schneller von A nach B. Ja, man muss halt alle 2 Minuten das Ding wieder aufheben. Na komm, steig doch ein. Hallo?
Warum geht dieses Minecart nicht mehr? Ja, das Problem hatte ich vorhin auch. Da guck mal, du kannst doch irgendwie, glaube ich, auch irgendwie zusammenbauen, mit, wenn du es zerstörst. Also mit F. Dann kriegst du wieder den Koffer und aus dem kannst du wieder Minecart ausklappen. Oh Gott, mit dem Ding über Gras zu fahren geht halt gar nicht. Scheiße. So. Das ist ja auch ein. So, wie kann ich das wieder aufklappen? Wenn du es hinschmeißt und auf den Boden wirst, also du nimmst es wieder in die Hand und dann wie so ein Miner aufstellst. Ah, stimmt, ja. Nee, nicht wieder ein Miner aufstellst, sondern du musst es in deinen Handslot reinpacken. Ja, so musst du auch einen Handminer aufstellen, diesen Auto-Dings, weißt du? Wir gehen Betonit holen. Betonit? Oh, guck euch das mal an. Vor allem, wie man halt 360 Grad Wheelies macht, wenn man halt irgendwo runterfällt. Mhm. Ja, das sagte ich ja gerade. Das ist eigentlich, das ist, was du die meiste Zeit tust. So. Ja, wenn wir den Schredder wieder haben, können wir ja noch ein bisschen Tickets sparen. Dann können wir uns den Cybertruck holen oder das andere Fahrzeug, den Explorer. Haben wir, Walker? Schreib mir. Ich bin gerade gegen eine Blume gefahren. Lass mich raten, die Blume steht noch. Richtig. Ganz genau. Hallo, Huckleberry. Nein, nicht schon wieder. Oh Mann. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. So, okay. Wir haben da hinten jetzt also, was hatte ich gesagt, brauchen wir diese modularen Rahmen. Okay, pass mal auf. Mittel einpacken. So. So, komme ich hier rauf? Nö. Schön. So. Schön. Sven kommt hier nicht mehr rauf. Okay. Komm 10 ich hier Rotoren, hin, 20 verstärkte Schallplatten, 30 Kabel. So, Rotoren. Wir haben immer noch keine automatische Produktion für Rotoren, ne? Doch. Echt? Wo? Ja. Laufen die irgendwo eine Kiste zusammen? Nein, weil der Markus nie in Pufferkisten. Ja, wo bauen wir denn Rotoren? Lässt. Wir bauen doch gerade gar keine. Doch, natürlich bauen wir Rotoren. Guck doch mal zum Beispiel in der. Warum ist hier ein Loch drin? Guck doch mal in der Produktion, die gerade in Richtung Weltraumlift geht. Eigentlich schon gestern Abend. Oder Oaka? Ja, wir sind schon einen Tag drüber. Bauen wir halt hier einfach mal kurz einen Splitter rein. Mhm, genau, weil wir produzieren ja eh von dem Scheiß so viel. Mhm. Ja. Ich verstehe, wo das hinführt. Na. So. Jetzt ernehmen wir uns nachher 1,5 Stunden Zeit. Was? Was? Wovon redet er gerade? Joak hat gesagt, wir haben noch einen Tag offen. Fängt mit S an, geht mit E weiter. Und dann haben ich gesagt, ja, okay, ich weiß es. Und dann habe ich gesagt, wir nehmen uns schauen. Genau. Ja? Das ist es nicht. Das ist nicht, aber es ist nah dran. Die Tag lautet Seven vs. Wild. Richtig, da kam ja die neue Folge. Genau, ganz klar, ja. Stimmt, die wollte ich heute auch noch gucken. Die geht eine Stunde 18 und habe mich dann vorm Stream dagegen entschieden, weil ich sie nicht unterbrechen wollte. Mhm. Ich bin schon auf dem Weg, wieder Strom anzumachen, Markus. Okay. Nee, Oaga, falsch. Jeder hat an Deck gedacht. Was? Server-Neustart. Huckleberry. Oh, sexy Server-Neustart. aber mir war klar, dass du so nicht denkst. Also ich habe jetzt auch nicht an Less Sexy Time gedacht.
Leder geht ein? Le vor allem. Warum stehen denn hier hinter auf einmal zusätzliche? Viel wichtigere Frage, wo kommen denn eigentlich schon wieder die kleinen verstärkten Stahlplatten her? Die verstärkten Stahlplatten. Wenn du mal zu mir hier läufst. Ja, ich sehe es schon. Manchmal, Walker. So. Okay. Was braucht denn der Sven jetzt? Die Sparte liegen kannst du behalten. Ich kann helfen. Was? Manchmal ist es toll mit euch, Leute? Ja. Also ich meine, ich lasse mir... Aber nur manchmal. Haben Nerds ein kleines bisschen Haul? Was? Das hast du gesagt. Schließ bitte nicht von dir auf andere. Okay, ich muss einen Sound machen mit hat er nicht gesagt. Ich glaube, den brauchen wir. Wo kam das eigentlich ursprünglich mal her? War das irgendwie so ein Comedy-Ding oder so? Ja, das kommt aus gesagt? Irgendeiner... Ja, ja, genau, es kommt aus irgendeiner Comedy. Ja, denke ich. So, Wo ist jetzt hier wieder mein kleiner toller Fabrikflitzer? Keine Ahnung. Was? Ich habe meinen einstecken gehabt. Ja, so. Hilft mir gerade viel, aber er steht hier hinten am Hub. So. So, stopp, bevor ich jetzt losdüse, reicht was, das. Was, Nerdinnen auch? Okay, Nerdinnen auch. Das jetzt sehr für gut. Einen Kohlekraftwerk. Okay. Darf ich mich darauf dann beziehen, wenn ich irgendwie rechtlichen Ärger bekomme oder so? Aber die OAKA hat gesagt, die mögen das auch. Okay, also die Dings hier zu fahren ist halt echt die Hölle. Ach so, manchmal, okay. So, nachdem wir jetzt ja gerade keinen intelligenten, doch, wir brauchen noch ein paar intelligente Platten an dem blöden Abstuhl, genau. Fahrstuhl natürlich, nicht Abstuhl. Da kannst du mal abstuhlen. Bäh. Bäh? Toll, jetzt brauchen wir natürlich für den Kohlegenerator 10, noch 7 von den tollen Dingern hier. Die kommen hier natürlich auch wieder mit Äonen schneller Geschwindigkeit hier raus. So, pass mal auf, der Sven macht jetzt hier mal Dinge. Genau. Der Sven macht jetzt hier mal Dinge. Und weißt du was? Weißt du was? Weißt du, was der Markus jetzt macht? Oh, da gibt's ja noch richtig coole Pipes. Mensch, Ben, gucke mal bitte kurz in den Stream, was Sven da für einen coolen Skaterpark irgendwie bauen könnte. Könnte jetzt einen richtig geilen Skatepark machen. Ja. So. Was ist mit dem Chat los? Alles kaputt, alle schläfen, genau. Ja. Gut, aber wisst ihr, was der Markus jetzt erstmal Schönes macht? Der Markus beendet die Folge. Das macht er jetzt nein. Einfach mal. Doch, nein. Hat er nicht gemacht. Macht er nicht. Wie lange ist die Folge? 33 Minuten gleich, 34 Minuten. In diesem Sinne auf euch wieder Dankeschön fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein und habt noch ganz viel Spaß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Guck mal, ich habe doch kein Logo gespielt, stelle ich gerade fest. Egal, dann ist es halt jetzt die Outro-Animation. Tschüss!